In dem Unboxing geht es um den magnetischen Küchenrollenhalter von Wenco im Coca-Cola-Style. Ich habe in meinen anderen Videos, müsst ihr einfach nachgucken, schon die Glasrückwand und die Herdplattenabdeckung von Coca-Cola in dem gleichen Style. Gibt es auch noch in einem anderen Stil, so mit Holzoptik oder wie sich das auch immer schimpfen mag. Ich stehe mal so auf so Coca-Cola Amerika-Style, ist genauso meins. Da habe ich mir gedacht, dann muss ich mir das ganze Set kaufen. War auch nicht so preiswert, aber auch nicht so teuer. Das war jetzt sehr schwammig ausgedrückt, aber ist nicht schlimm. So, hier hätten wir zack. Einmal den Coca-Cola-Halter. Ich zeige ihn euch gleich. Alles cool, immer mit der Ruhe. Was ist das für eine komische Plate? Das weiß ich auch noch nicht so genau. So, da ist die Plate, die Kamera wackelt. Ist nicht so gut. Ah, okay. Hier hätten wir die Anleitung. Nicht bohren, festkleben. Okay, das ist natürlich interessant. Es ist also diese Grundplatte, diese Grundedelstahlplatte, die man einfach festklebt an Fliesen. Ja, und dann einfach den Halter, wollt ihr sehen, den Halter da reinhängt. Okay, das ist natürlich, das ist natürlich nice. Hier haben wir die Magneten, die beide einzeln eingepackt sind, wie man sieht. Okay, aber die Schrauben. Wo bohrt man denn? Man bohrt in okay, mal mit bohren und mal ohne bohren, aber ja, ich werde es auf jeden Fall ohne bohren versuchen. Warum soll ich mir die Wände da zerstören? Oder beziehungsweise bei meinem Glück treffe ich dann auch noch eine Stromleitung. Dann hat sich das auch wieder alles erledigt. So, dafür nehme ich dann lieber diese tollen Strapse hier und mache das alles manuell. Mach das alles so. Das ist sieht gut aus vom Design her. Denke mal, genau das gleiche gehärtete Glas wie. Na, komm mal her. Wenco macht wirklich schöne Haushaltsware, muss ich ja zugeben. Ich wünsche euch noch einen chilligen Abend. Bis denn dann, ciao.